Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg zockt. So, während der IC hier ankommt in Ehrenberg, bauen wir noch ein bisschen an der Strecke weiter an der neuen, damit wir die Güterzüge haben, die dann die Waren nach, wie hieß es, Birkenhügel, glaube ich. Ja, da hinten, nach Birkenhügel wollen wir. Und stehen geblieben sind wir irgendwo hier unten. Da sind verwaiste Gleise. Die müssen wir wieder sozusagen schnappen und weiterdüsen. Haben wir hier alte Gleise? Ja, ich möchte hier halt sowieso einen langen Zug haben. Da dürfen ruhig ein paar Wagen dranhängen. Das werden wir dann aber sehen, wenn wir soweit sind. Und jetzt können wir hier eigentlich in diese Gleise rein. Also wir können mal gucken, ob wir hier eigene Gleise nehmen. Ja, das ist ein doch eher... Nee, das ist ein Güterzug. Ein ganz normaler Güterzug. Die Frage ist halt, wie viele Züge haben wir hier drauf? Und kaum sage ich es, kommt schon der Kollege... Und es sieht halt besser aus, wenn wir da natürlich noch ein paar weitere Gleise haben. Warum gemeinsame Gleisnutzung, wenn wir nicht dazu gezwungen sind? Also das ist halt schon, weil wir haben ja keine Geldprobleme, wir spielen nicht mit Geld. Lasst uns da anlegen, das Ganze. Sprich, wir machen das so, düsen hier rein, geht so nicht, geht anders, nämlich so. So kommen wir schwungvoll raus. Machen wir das mal hier rein und gucken. 120, 120, das passt überall. Schneller ist der Zug ja sowieso nicht, weil die Gleise ihn natürlich ausbremsen. Jetzt ist halt die Frage, kommen wir hier rüber? Jawohl, das kommen wir problemlos. Sogar mit zwei Gleisen. Das nehmen wir dankend an, dieses Geschenk. Und jetzt ist es, wenn man es genau nimmt, eh nicht mehr weit, weil jetzt müssen wir hier einfach folgen. Straight ahead. So. Ich glaube, das gibt eine coole Strecke, weil da hinten in Ehrenberg der Bereich relativ nett geworden ist. Und was wir jetzt hier noch alles machen, wir müssen ja da vorne dann in die Gleise reinkommen. Das werden wir dann natürlich auch sehen. So. Zack, da rein. Okay. Und schon haben wir es hier viergleisig. Und das sieht halt einfach besser aus, wie wenn da nur zwei Gleise sind. Finde ich zumindest. So. Auch in der Stadt drin dann natürlich. So, und jetzt sind wir im Bereich, wo wir gucken müssen. Wie machen wir das genau? Hier mit der Brücke, das könnte schon ein Problem geben. Hier oben ist natürlich dann Feierabend, hier ist das Depot im Weg. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo wollen wir hin? Also hier die Gleise hier, die wären natürlich schon, wie soll ich sagen, ja, prädestiniert, weil, ja, hier ist gar nichts. Was haben wir denn sonst noch frei? Wenn wir hier gucken, nicht allzu viel. Hier diesen Bereich, oder kommt da von hier vorne jemand? Nein, da ist auch ein Depot, da könnten wir schön auf dieses Gleis. Das wäre diese Brücke, die uns dann hier reinführt. Nee, das ist nicht ideal. Definitiv nicht. Wenn wir noch eine weitere Brücke machen und hier gerade ausdüsen. Ja, dann verstopfen wir hier wieder alles. Weil hier sind eh schon viele Züge unterwegs. Es ist schöner, wenn wir die Gleise nehmen, zumal wir hier ja noch Platz haben. Also eigentlich ist es meiner Meinung nach klar, was wir machen. Nämlich wir gehen mit den Gleisen hier lang. Wie kommen wir da raus? Das werden wir dann gleich rausfinden. So, halt, falsches Gleis. Ich wollte eigentlich das hier haben. Irgendwie so. Und dann hier. Mit einer Brücke rüber. Wenn wir hier auf eine Brücke gehen und hier rüber gehen, kommen wir dann richtig... Jawohl, dann kommen wir da hin. Na, das ist doch was. Dann haben wir hier eine zweite Brücke, die rüberführt. Die Frage ist, kriegen wir das vernünftig hin? Das müssen wir halt gucken. Ich nehme zuerst mal das andere Gleis mit. So, du bitte kommst mal hier hin. Dann hier mit einer Kurve rüber. Wir haben in diesem Bereich und jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Ein bisschen Höhe müssen wir hier wahrscheinlich eh schon haben. Wo wollen wir genau rüber? Ja, da müssen wir tatsächlich die Höhe haben. Okay, dann kämen wir hier schon auf die Brücke. Schütten das auf. Bis hierhin. Ja, ist eigentlich fast zu früh. Lasst uns das noch ein bisschen weiterziehen, normal, ohne Brücke. So, bis hierhin. Gehen wir hier auf ebenerdig. Da muss dann das zweite Gleis noch lang, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Mal gucken, ob das noch klappt, ohne dass wir die Gebäude verlieren. Jawohl. So, dann sind wir hier. Wenn wir jetzt hier in Richtung Brücke düsen, dann müsste das doch reichen vom Platz her. Da rein. Das geht so nicht. Gleich stürzt es ab. Halleluja. So, nochmal ein bisschen weiter rauf. Dann haben wir nämlich die Brücke. Dann müssten wir doch hier irgendwie da reinkommen. Das wäre so ungefähr meine Idee. Ich versuche es mal mit M. Kollision, Kollision, weil die Häuser im Weg sind. Schade. Aber irgendwie muss das funktionieren. Moment, wenn wir es von der anderen Richtung aus vielleicht machen. Dass wir hier so rüberdüsen. Rückenpfeiler, Gebäude. Also Gebäude, die entfernt werden, das würde mich überhaupt nicht stören. Ah, Brückenpfeiler, Brückenpfeiler, Brückenpfeiler.
Überall Brückenpfeiler. Ah, vielleicht eine andere Brücke nehmen. Das ist natürlich auch eine Idee. Lasst uns mal gucken, ob das nicht irgendwie vielleicht mit der anderen Brücke funktionieren würde. Ist mir dann auch egal, welche. Wichtig wäre, dass das Ganze klappt. Die Pfeiler werden halt einfach, wie soll ich sagen, falsch berechnet. Weil wenn wir weniger Pfeiler hätten, wenn wir hier oben durchgehen, das wäre auch eine Möglichkeit. Also das möchte ich jetzt tatsächlich irgendwie so haben mit dieser Brücke. Wenn wir hier so lang gehen und hier hin, haben wir auch ein Problemchen. Geht auch nicht. Da haben wir das Problem, dass das zu nah an dem Gleis dran ist. Okay. Wenn wir es mit einer Kurve machen, dass wir irgendwie das Ganze so machen und dann nach da hinten gehen. Mal aufgeschüttet. Ich würde sagen, wir bauen das jetzt Schritt für Schritt. Es hilft nichts. Wir können es nicht in einem Atemzug rüberziehen. So wird es funktionieren. Gut, das stellt uns dann aber vor das Problem, dass natürlich hier auch eine Brücke ist. Da müssen wir dann mit der Kurve rein. Mal schauen, ob das klappt. Das wäre die Brücke. Ich hätte gerne eine andere. Die gleiche wieder hinten. Dann haben wir hier eine richtig fette Konstruktion. Das kann sein, dass das mit dem zweiten Gleis nie und nimmer geht. Dann müssen wir hier nochmal einen eingleisigen Bereich machen. Und es kann auch sein, dass wir jetzt da nicht reinkommen. Ich baue es mal. Oh doch, schaut mal, das klappt nämlich schon. Ist das von der Höhe her auch richtig? Wir können es jetzt anders machen. Wir machen das von hier kommend. Gehen da rein. Und schon funktioniert es nämlich. Dann haben wir da auch die gleiche Höhe. Ja, das ist gebonkt. Das ist eigentlich genau das, was hier noch gefehlt hat, dass hier nochmal so eine Brücke ist. Und wenn wir jetzt hier noch ein zweites Gleis hinkriegen, wow. Mal gucken. So, das klappt natürlich. Das werden wir jetzt verbinden. So, perfekt. Das erste Gleis ist fertig. Und jetzt mal gucken, wir lassen uns überraschen. Aber wisst ihr was? Sicher ist sicher. Das ist hier so ein Gebaue und was wir berechnen müssen hier, also was das Spiel berechnen muss, dass wir hier ganz kurz eine Speicherung machen, weil... Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so hinkriege. Wenn man dann mal das Ganze nochmal bauen muss, das habe ich bei Tränenfieber ein paar Mal gehabt. Dass ich irgendwas gebaut habe, dann ist das Spiel abgestürzt. Und nachher habe ich es einfach nicht mehr hingekriegt. Ging einfach nicht mehr. Wie sieht das hier aus? Ja, eher problematisch. Mal gucken, bis wohin wir mit dem zweiten Gleis kämen. Nicht allzu weit. Fehler, Fehler, Fehler. Hier wird es wahrscheinlich gehen. Bringt uns aber nichts. Ne, geht auch nicht. Okay, geht das vielleicht hier vorne wenigstens noch? Ne, das fängt schon relativ früh an damit, dass das nicht funktioniert. Da sind die Häuser im Weg. Und hier unten ist natürlich noch ein Gleis, da müsste wieder Erde verschoben werden. Ne, geht nicht. Aber hier wird es funktionieren, das ist klar. Dann machen wir das. Reicht das noch für zweigleisig? Ja, man kann es noch zweigleisig machen, weil es einfach auch besser aussieht. Also, dann gehen wir hier raus, wo es funktioniert. Na, jetzt geht es hier auch nicht mehr. Moment, bisschen später raus. Ja, irgendwie, es rechnet natürlich jetzt wieder komisch, weil das Spiel einmal mehr nicht weiß, was ich möchte. Ja, ich muss von hier her testen. Vorher ging es doch. Moment, also so geht's. Ne, jetzt geht es auch nicht mehr. Aber ihr müsst ja auch gleich neu bauen hier unten. Sag mal, hackt's? Wir sind ja noch nicht fertig. Da könnt ihr nicht einfach schon wieder da was hinbauen. Geht nicht. Moment. Nee, das geht alles nicht. Okay, ich sehe es ein. Ist aber irgendwie schade. Kommen wir vielleicht hier raus? Rückpfeilerkollision. Womit denn? Mit den Häuschen hier unten. Ich möchte die natürlich nicht abreißen. So wird es gehen. Aber das bringt natürlich nichts, wenn wir hier dann die Weiche nicht hinkriegen. Ich muss zuerst die Weiche haben, damit ich sehe, dass das Ganze funktioniert. Und ich sehe, das funktioniert eben tatsächlich nicht. Dann können wir uns das Zweigleisig in dem Sinn aber sparen, weil das ist zu wenig Weg. Wenn wir da eine lange Zugkomposition installieren wollen, dann machen wir das so. Dann geht das hier rauf. Okay, hier auf die Brücke und hier vorne wird es wieder zweigleisig. So, dass wir hier wieder rausgehen und das da reinhängen. Okay, passt. Gut, so. Ist doch cool. Hier wieder noch eine weitere Brücke rüber. Hier unten die Dampflokomotiven, die Güterzüge und jetzt gibt es hier nochmal einen neuen fetten Güterzug. Und hier vorne gibt es jetzt aber noch eine Weiche, bevor wir irgendwas anderes machen. Und dann werden wir mal schauen, wie lang die Bahnhöfe sind, die beiden. Die müssten eine gewisse Länge haben, das heißt, wir können hier auch ohne Probleme längere Züge installieren. Aber machen wir doch zuerst noch die Signale, obwohl wir natürlich die Linie noch gar nicht gemacht haben. Das kommt dann auch gleich noch. Halt, jetzt muss ich aber gucken. Ne, das macht natürlich... Doch, das macht schon Sinn, aber nicht auf der anderen Seite. Also wir müssen hier
eingleisig durch. Das heißt, hier gibt es in dem Sinn kein Gegensignal, sondern das ist alles eingleisig. Dann gibt es hier ein Signal. Und jetzt muss ich gucken, macht das Signal hier vorne Sinn? Ne, eben genau nicht. Wir müssen dieses Signal kappen. Das macht genau keinen Sinn, weil wir zu wenig Platz haben. Sonst gucken sich die Züge natürlich an. Wenn das hier eingleisig ist, funktioniert dieses Signal nicht. Nehmen wir wieder weg. Und schnappen uns das Signal wieder. Dann gibt es in dem Sinne natürlich auch kein Gegensignal, sondern das gibt es hier vorne. Jetzt haben wir hier ein Signal. Ich werde hier mal kurz die Signale noch einstellen. Damit wir die auch sehen. Gegensignal ordentlich entfernt. Weil es, wie gesagt, längere Züge sein sollen. Einmal hier, einmal hier. Dann haben wir hier wieder eine längere Dingens. Machen wir hier hin. Und hier hin. Okay. Dann geht es in die Richtung. Machen wir mal hier noch welche. Ah, nee, Moment. Ich kapse gleich wieder. Weil, ja, ihr kennt das ja. Ich habe gerne die Bahnübergänge an der Straße dran. So, okay. Dann reiche mir meine Signale wieder. Haben wir noch mal ein bisschen Weg? Ja. Hier vorne, da wird es dann sowieso eingleisig. Das heißt, hier das Gegensignal wäre da oben. Brauchen wir in dem Sinn keins. Und hier geht es zum Bahnhof. Zack, einmal diesen. Und einmal hier unten. Oh, 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 Spiel. So. Wir machen hier unten beim Bahnhof 1. Da brauchen wir erst noch die Weiche. Bevor wir irgendwas anderes machen. So, mal gucken, ob es funktioniert. Jawohl. Signal. Einmal hier. Und jetzt gerne ein Gegensignal hier oben. Das wäre dann mal hier, würde ich sagen. Okay. Und hier wird es dann eh eingleisig. Das wäre da. Das heißt, wir brauchen hier noch ein Gegensignal. Und das stellen wir mal. Zack, random hier hin. Okay, haben wir Linie. Da kann ich wieder zumachen. Wir haben hier eine neue Linie. Endlich mal wieder eine vernünftige Farbe. Von hier. Einmal rüber nach Birkenhügel. So, hier runter und da rein. Und jetzt können wir gleich mal gucken, was macht das Spiel daraus, während wir hier noch schreiben. Das sind natürlich dann Waren. Wir schreiben jetzt mal nicht für. Das wurde kritisiert. Da habt ihr auch recht. Warum Waren für Birkenhügel? Eine Linie heißt nicht Waren für Birkenhügel, sondern eine Linie heißt Waren Birkenhügel. Da habt ihr absolut recht. Okay. So, jetzt mal schauen. Aha, wir gehen da rein. Können wir natürlich auch. Das ist ja dann Schnuppe. Hier ist es mit Gegenverkehr, ganz klar. Und hier müsste es zweigleisig sein. Das hat alles seine Richtigkeit. Gut. Jetzt habe ich doch irgendwie noch gesagt, wir hätten ein Depot. War das hier? Nein, das war eben nicht hier. Das war hier hinten. Wir können ja auch in die andere Richtung mitfahren. Das ist natürlich auch kein Ding. Denn, wenn wir hier gucken... nee, das Depot hätte natürlich für dieses Gleis gegolten, das wir hier noch hatten. Hier haben wir kein Depot. Schade. Was ich jetzt auch nicht gemacht habe, war gucken, wo mein Bemalwerkzeug ist. Ich gucke mal nochmal ganz schnell. Ich verspreche euch aber, wenn ich es nicht in der Kürze finde, lassen wir es. Weil hier der Bahnhof, der würde natürlich tatsächlich auch noch ein bisschen was vertragen. Wir können ja vielleicht noch den einen oder anderen Baum hier setzen. Das wäre dann wenigstens ein bisschen begrünt, das Ganze. So, hier oben noch ein paar. Und dann kaufen wir dann relativ schnell die Züge. Keine Angst. Kann ich hier auch oder wird das dann ins Tunnel reingesetzt? Ich lasse das mal, das ist mir zu gefährlich. Gut, das muss reichen. Wo ist mein Malwerkzeug? Wir hatten es doch schon mal gesucht und dann habe ich es aber, glaube ich, relativ schnell gefunden. Da. Da sind sie doch. Machen wir gleich mal Gleisschotter hier hin. Ja, die Größe ist nicht schlecht. Machen wir dich mal bis hier hin und hier unten. Und dann würde ich gerne hier auch irgendwie noch so ein bisschen Asphalt haben. Hier fehlen natürlich noch die Gebäude, die kommen dann auch. Das machen wir auch nach und nach. Weil sonst werden wir jetzt hier den Rest der Folge damit verbringen, dass wir hier den Bahnhof fertig machen. Und das möchte ich eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte mit dem Zug mitfahren. Wir könnten höchstens, wenn wir mit dem Zug mitgefahren sind und sehen, wir haben noch Zeit. Die Folge ist noch nicht rum. Dann können wir nochmal hier hin. Und dann können wir nachträglich hier noch ein bisschen was machen. So, hier auch noch. Und das würde ich eigentlich lassen. Und hier unten hätte ich gerne, warum nicht mal ein bisschen Beton noch zwischen den Schienen. So.
damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Das würde dann auch gut passen, dass hier meinetwegen noch ein Fahrzeug oder so steht. So, hoffentlich weiß das Spiel, dass es oben bemalen soll und nicht im Tunnel drin. So, hier noch ein bisschen. Bis hier hin. Und dann ist ja da eh die Brücke. Das passt. Das lassen wir mal. Das könnte man... Wo haben wir denn das Gras? Also das hier. Noch ein bisschen so machen, als würden Bäume draufstehen. So, ist dann ein bisschen niedergetrampelt und verbraucht. Finde ich eigentlich auch eine relativ gelungene Farbe. Da ebenso. Und hier auch. Hier ist auch einfach kaputte Wiese. Weil hier laufen immer auch mal wieder Bauarbeiter rum. Weil hier natürlich auch immer mal wieder was an den Gleisen rumgefummelt werden muss. So, hier das Gleiche. Und dann haben wir es dann auch gleich schon. Hier noch ein bisschen. So, und hier hinten auch noch ein bisschen. Allerdings nicht übertrieben, aber weil das ist auch noch ein Bereich zwischen den Brücken. Den hätte ich gerne auch noch so. Ich weiß, ich könnte hier natürlich auch mal, vielleicht, da habt ihr recht, die Größe wechseln. Wenn wir schon einen größeren Bereich haben, den wir machen wollen, dann würde das tatsächlich Sinn machen, dass man das so macht. So, weil dann geht es ruckzuck. Man sieht, das geht so schnell. So, hier noch ein bisschen. Und dann verläuft das hier wieder zu einer Wiese. Okay, hier vorne. Das können wir lassen. Hier vielleicht noch ein bisschen. Und eben, weil es so schnell geht, wir machen das jetzt aber auch noch. Aber dann haben wir es dann. So, okay. Das müsste, glaube ich, jetzt passen, wenn man hier so guckt. Ja. Sehr schön, hier haben wir Wald. Das passt auch. Perfekt. Aber eben, das bringt uns jetzt natürlich nicht zu unserem Depot. Wenn wir hier das Depot nehmen, das bringt uns auch nichts. Das führt in die Richtung. Also hier ein Depot zu machen, ist schwierig. Haben wir hier hinten vielleicht noch eins dran? Nein. Kriegen wir hier noch eins dran? Das wäre natürlich die Frage. Ich tippe eher auf nein, aber man weiß ja nie. Ich rede natürlich vom Prellbock Depot. Was anderes hat sowieso keinen Platz. Wo warst du? Wo warst du? Irgendwo hier vorne. Zack. Ja, nee, das kostet uns da wieder die ganzen Gebäude, wenn wir das so machen. Einmal drehen. Geht auch nicht hin, weil das ist Bahnhofsbereich. Okay, das war eine Schnapsidee, ich gebe es zu. Aber man muss es ja mal versuchen. Hier dazwischen ein Depot wäre natürlich cool. Oder hier. Das führt mich wieder zum Gedanken, dass gedrehte Depots halt nett wären. Ich schau mal schnell. Irgendwie nichts allzu Großes. Das darf gerne ein bisschen was Kleineres sein. Zum Beispiel irgendwas in der Richtung. Ist halt zu breit. Müsste man hier hinstellen. Hier jetzt wieder Platz. Aber in die Richtung gedreht. So, da ist dann wieder die Frage, ob das hoch genug ist, dass wir da auch tatsächlich reinkommen. So müsste es doch eigentlich hoch genug sein. Wir machen es mal. Zack, einmal Depot hier hin. Dann bitte die Schiene. Das müsste eigentlich schon funktionieren. Ja, und das funktioniert auch. Wir müssten aber hier auf dieses Gleis... Okay, und mit dir gehen wir hier irgendwie auf dieses Gleis. Auch okay. Und schon haben wir hier wieder ein weiteres Gebäude. Na, ist doch nett. Passt doch perfekt hier hin. Gut, jetzt habe ich gesagt, einen langen Zug. Dafür müssen wir schnell gucken. Ja, der ist lang, der Bahnhof. Der ist aber wie lang? 280 Meter haben wir hier. Okay, also 280. Was haben wir hier hinten? Das haben wir so noch gar nicht gemacht, aber das macht natürlich schon Sinn. Der ist, glaube ich, noch länger. Der ist 200... Ne, der ist kürzer. 220. Echt jetzt? 200? Und... Ach ne, der ist 400, ich Äumel. Okay, 400 Meter hat der. Jetzt gucke ich beim anderen aber nochmal. Wenn ich das schon nicht richtig lesen kann, dann machen wir hier nochmal eine kleine Kontrolle. 80 Meter und 20. Doch, also 280 haben wir. Das heißt, wir machen einen Zug, der ein bisschen kürzer ist. Die Linie haben wir, die Signale haben wir, das heißt, wir können das hier machen. Und ich hätte jetzt hier gerne, jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, oh nö, aber doch, ein Amerikaner. Ich glaube, wir haben nämlich noch die eine oder andere schöne amerikanische Lokomotive, die wir hier noch nicht auf der Anlage haben. Da sehen wir sie, Santa Fe und Co. Wow. Ich gucke die mal kurz alle an und sage dann, welche das so nehmen. Ich neige im Moment zu Kollege Santa Fe, Rio Grande fährt schon. Wow, das sind schon alles sehr coole Lokomotiven. Oh, die hier. Wow, wie schön die ist. Da haben wir nochmal eine Santa Fe. Lasst uns die Santa Fe nehmen. Aber ihr wisst, bevor wir irgendwie Züge kaufen, vor allem solche, die wir noch gar nicht benutzt haben, kann es nicht schaden, wenn wir mal speichern. Ich überlege mir gerade, habe ich jetzt in der Folge schon mal eine Testspeicherung gemacht? Das ist eine Sicherheitsspeicherung. Sonst hätte ich vergessen.
die letzte Folge zu speichern. Das ist ja egal, ich kann ja die dann speichern. Das ist ja dann auch kein Ding. Also, wir wollten das Teil haben. Kaufen wir. Und jetzt hätte ich gerne mittendrin dann nochmal die Lokomotive. Das heißt, wir kaufen erstmal... Ist das eine andere? Steht hier nicht. Oder wir nehmen mittendrin eine andere. Wir nehmen hier die rote. Okay, dann brauchen wir die Wagen. Güterwagen, die in irgendeiner Form Waren transportieren. Das muss jetzt nicht mal was Riesenspektakuläres sein. Zum Beispiel die hier. Sehen die irgendwie ein bisschen so amerikanisch aus? Eigentlich ja. Ich würde sagen, wir nehmen die. Also stellen hier aber auch mal ein, dass es dann Waren sind. Nicht, dass sie uns hier Sachen entführen. Halt, ich hätte dich aber gerne oben. Werden die jetzt tatsächlich... Nee, die werden tatsächlich richtig verteilt. Sehr schön. Waren. Gerne noch so ein. Jetzt, was haben wir gesagt? 280. Da fehlen noch ein paar Meter. Jetzt hätten wir aber 216. Moment, da muss ich wieder welche wegnehmen, weil wir wollen die Lok ja da noch drin haben. Okay, die kommt hier in die Mitte. Und jetzt könnten wir ja noch ein paar andere Wagen dazu nehmen. Was sieht hier noch cool aus? Die sehen eigentlich alle cool aus, ganz klar. Teilweise sind sie halt eben nicht beladen. Das möchte ich eigentlich irgendwie verhindern, dass die nicht beladen sind. DHL haben wir noch. Ich guck mal hier. Ja, die transportieren leider keine Waren. Die hier schon, aber nur wenn sie beladen sind. Sonst haben wir wieder leere Wagen. Wie sieht es mit euch hier aus? Getreide, Lebensmittel, das hilft uns nicht weiter. Das sind hier die Kesselwagen, die helfen uns auch nicht weiter. Aber das lange Teil hier, wo war es? Oder die hier? Waren. Das ist ja perfekt. Aufs Tempo müssen wir nicht achten. Wobei, 65 km ist dann doch gerade ein bisschen gar wenig. Nee, nee, das machen wir nicht, weil die machen doch. Also irgendwie 120, so wie es die Gleise eigentlich zulassen, müssen wir eigentlich mit den Teilen schon erreichen. 120 hätten wir hier. Warum nicht ein paar von denen? Die sind wahrscheinlich auch leer, fürchte ich. Aber okay, dann haben wir ein paar von denen auch noch dabei. 204, machen wir mal die 224 und jetzt noch ein, zwei Wagen und dann ist Feierabend. So, die sind wahrscheinlich sogar relativ lang. Wir nehmen die trotzdem mal noch. Oder nehmen mal die gelben, ist ja egal. So, wie viel kommt dann dazu? 270, das reicht. Dann ist er ein bisschen kürzer als der Bahnhof. Perfekt. Machen wir mal vier Züge, weil sie doch relativ lang sind. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und dann hätten wir hier Waren, Waren, Waren. Warenbirkenhügel. Zack. Und das scheint zu funktionieren. Sie kommen zumindest raus. Ja, sehr schön. Hallo Santa Fe. Ich hoffe, du fährst nicht schon... Nein, nein, come on, nein, nein, nein. Nein, warum denn? Warum sind denn... Ach, du grüne Neune. Okay. machen wir das Ganze nochmal. So, bei allen, die hier rauskommen, weil die natürlich alle die gleichen Wagen haben. Jetzt müsste man noch wissen, welche das waren, welche Wagen. Jetzt machen wir einmal, wir machen das Ganze sicher. Ah, die hatten wir natürlich schon mal. So, das hat schon mal nicht geklappt. Okay. Ach, das ist ärgerlich. Aber in Ordnung. Also, Diesel. Wo ist meine Santa Fe-Lokomotive? Jetzt muss ich die erstmal wieder finden. Hier ist sie doch. Einmal dicht dazu. Dann hatten wir hier die rote unten. Und jetzt machen wir hier bei den Wagen kurzen Prozess. Ohne, dass wir hier allzu viel Abwechslung haben. Einfach Wagen, die funktionieren. Nämlich die hier. So, das weiß ich, dass die funktionieren. Also, Waren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt bist du am falschen Ort. Ihr müsstet hier rauf. Was haben wir? 114 Meter. Machen wir nochmal. 1, 2, 3. Okay, dann du auch noch rauf. Dann du rauf. Und jetzt werden wir auffüllen sozusagen. Zwei solche. Gerne noch so einen dazu. Wo sind wir beim... Bei der Länge, oh ja, das ist dann doch auch schon langsam fällig hier. 260, 277 ist mir zu nah an den 280, wir machen das so. So, die müssen Texturen haben. Jetzt machen wir hier wieder die vier Stück draus. Okay, weisen die wieder zu. Das war hier unten. Waren, Waren, Birkenhügel. Zack, so, jetzt aber bitte mit Farbe rauskommen. Ja, jetzt passt's. Sehr schön. Ich mag diese amerikanischen Lokomotiven. Die sind einfach farblich immer schön. Die haben immer eine schöne Form. Und sie sehen halt auch immer sehr, sehr kräftig aus. Die Teile. Oh, oh. Nein, doch nicht. Schwein gehabt. Puh. Nicht abstürzen. Bitte nicht abstürzen. Ich möchte jetzt nicht nochmal laden. Ich möchte jetzt mitfahren. Zumindest soweit wir noch kommen. Doch, ich sehe 25 Minuten.
Müsste eigentlich funktionieren, dass wir da tatsächlich noch alle Züge sehen. Ja, der hat natürlich jetzt ein bisschen Weg vor sich, bis er im Bahnhof drin ist. In Ordnung, da kommen aber die Kollegen auch schon raus. Das ist natürlich eine andere Linie, das sind in dem Sinn keine Kollegen, aber es sind ja Berufskollegen, so ist das eigentlich gemeint. Jetzt ist die Frage, sollen wir bei dem schon einsteigen? Weil wir sind natürlich nicht allzu schnell und ein bisschen Strecke ist es ja schon. Wir kreuzen dann halt nicht. Oh, guck mal, hier ein Amerikaner. Da steht aber zum Glück nicht Santa Fe drauf. Das ist aber, glaube ich, die Mittellok, die wir haben. Echt jetzt? Ja, logisch. Alles andere wäre komisch gewesen. Naja, gut, haben wir sie halt schon. Aber sie ist halt schön. Deswegen nehmen wir sie natürlich gerne. Sollen wir dich mal hier stehen lassen? Und tatsächlich den anderen Zug nehmen? Wir können dann... Huch! Das war jetzt nicht mein Ansehen. Kommen wir hier noch wieder raus? Nein, das funktioniert irgendwie nicht. Wir brauchen hier eine Weiche. Moment. Ah, wie doof war das jetzt? Oder kann ich das nochmal zurücknehmen oder der fährt wahrscheinlich einfach durch? Ja. Okay, das muss ich halt nochmal sagen. Das hat das Spiel wirklich genial gelöst. Dass dann die Kollisionsabfrage aufgehoben wird, wenn halt der Zug oder das Spiel sozusagen merkt, jetzt hat sich da etwas verändert und das funktioniert so nicht, dann beim ersten Mal fährt er durch. Wenn wir das jetzt nochmal hätten, dann würde der Zug da definitiv nicht mehr durchfahren. Jetzt kann der nämlich losdüsen, der zweite ist aber auch schon im Weg. Jetzt haben wir ja das Ganze ein bisschen durcheinander gebracht, das macht aber nichts. Wir steigen hier mal ein, dann haben wir dann eben den zweiten Zug, mit dem wir kreuzen. Das ist dann eigentlich eh das, was ich wollte. So, ja, eher beschaulich, aber wir kommen auch aus dem Depot raus, das ist kein Drama. Ansonsten ist das hier bei dem Bahnhof eigentlich nicht massiv beschaulich, muss ich sagen. Also hier geht doch auch ziemlich die Post ab, auch dank den Brücken natürlich. Und in die andere Richtung geht es ja, glaube ich, auch raus. Lass mich mal ganz kurz gucken. Doch, doch, hier haben wir ja auch viele Brücken, die rausführen. Das ist schon ein cooler Güterbahnhof. Und unten noch der Personenbahnhof, jenseits von diesem Riegel hier. Auch nett. Irgendwie, ich mag, wenn Bahnhöfe ein bisschen höher sind und man dann mit Brücken im Prinzip raus muss. Das finde ich, sieht einfach immer wieder cool aus. Ja, hier, guck mal, mit wunderbarem Blick da unten auf den Personenbahnhof. Herrlich. Müsste man fast ein Foto machen. Ein Screenshot halt. So, einmal drehen und Gas geben, sonst wird das wieder eine ewig lange Folge. Ich muss noch rendern, sonst kriege ich ein Zeitproblemchen. So, in die Richtung sieht es aber auch cool aus. Aha, wir fahren aber nicht. Okay. Schlecht. Warum fahren wir nicht? Warte auf freie Wege. Jetzt funktioniert das eben nicht mehr. Wir müssen den nochmal ins Depot schicken. Ja, ich möchte den natürlich... Doch, ich schick den einmal mal ins Depot. So, den auch. Und dann nehmen wir die nachher wieder raus. Jetzt können wir nämlich fahren. Ich muss einfach dran denken, dass wir die wieder rausziehen. Das sollte aber zu machen sein, dass ich da dran denke. Es fällt uns dann spätestens auf, wenn hier nur zwei Züge unterwegs sind. Finde ich aber auch cool mit dem Depot. Schade, dass ich jetzt da diese Doppelkreuzung noch aktiviert habe. Deswegen hat es das durcheinander gegeben. Ist aber kein Drama. Die werden das überleben und ja relativ schnell wieder rauskommen. So, hallo Brücke. Coole Brücke. Gefällt mir. So, richtig schön massiv. Einmal hier entlang schlängeln und dann, ja, jetzt in die andere Strecke rein. So, ist hier jemand unterwegs? Ja, ich glaube, da, nee, da kommt keiner. Schade, da links ist noch ein Zug. Ja, aber es ist zu wenig. Da müsste mehr kommen. Was haben wir denn hier noch an Strecken drauf? Das ist ja nochmal ein Güterzug. Wir haben ja geguckt gehabt, ob wir das Gleis gemeinsam nutzen wollen. Haben wir aber gesehen, das sind ja auch schon Güterzüge. Das Problem ist ein bisschen, dass wir bei alten Strecken, so wie das wahrscheinlich diese linke hier ist, immer ein bisschen gespart haben bei Zügen. Und das eher so wirtschaftlich gemacht haben, obwohl das gar nicht Not getan hat. Jetzt haben wir ja immer mehr Züge, als wir brauchen, damit wir die Züge eben sehen. Aber jetzt kommt ja eh noch einer. Sehr schön. Doppeltraktion. Wir haben 78 km/h drauf. Ich denke, mehr als 80. Oh, hallo Esso. Na, klappt ja doch. Dass man ein, zwei Züge sieht. Ja, wir sind sogar schneller als die 80. Und sieht auch cool aus. Also irgendwie so von einem anderen Zug überholt werden, das hat schon auch irgendwie seinen Reiz jeweils hier bei dem Spiel. Das sieht immer wieder einfach gut aus.
Oh, wir machen tatsächlich 100. Oh, okay. Dann würde ich mal sagen, wir bremsen tatsächlich mit den Gleisen. Wahrscheinlich werden wir die 120 erreichen. Wenn jetzt nicht da vorne schon die Kurven kämen oder kommen. Aber die kommen dann relativ schnell. Ja, aber eben, das ist ja ein Güterzug. Was gucke ich eigentlich aufs Tempo? Ist komplett irrelevant. Der soll schwer wirken. Schwer und güterzugig. So, wir verlassen die Strecke. Also die Partnerstrecke sozusagen. Und jetzt geht es hier unter den Brücken durch. In Richtung Güterbahnhof. Jetzt werden wir hier aber natürlich Tempo verlieren. Weil hier sind jetzt ein paar relativ ordentliche Brücken, ordentliche Kurven dabei. Ja, er bremst eh schon runter. So, ordentlich bremst er runter. Muss er auch, weil das ist ja halt ein Geschlängle. Aber das finde ich eben cool an Güterstrecken, dass man das auch so bauen kann. Weil das ist halt, man muss halt ein bisschen gucken, wo man durchkommt mit neuen Schienen. Und man muss sich halt auch ein bisschen an die Landschaft anpassen. Da kann es halt sein, dass man dann auch mal irgendwie eine unpopuläre Kurve machen muss. Ja, wo der Zug halt entsprechend runterbremst. Da oben die Autobahn, da sind ein paar LKWs unterwegs. Werden wir uns demnächst auch nochmal ansehen, wegen Besuchermagneten. Und mal noch überall wieder auffüllen, wo wir immer noch keine Reaktion haben vom Privatverkehr. Es gibt natürlich auch Abschnitte, wo wir den Besuchermagneten noch gar nicht integriert haben. Also da kann dann auch nichts passiert sein. Da gibt es dann einfach sozusagen neu diese Magnete dazu. So, hier wird es eingleisig. Das interessiert uns aber offensichtlich nicht. Wir können fahren. Ah ja, genau, die Kreuzung hier. Sehr schön. Von der Universallinie. Und hier geht es dann unter der Brücke durch. Ich frage mich gerade, warum haben wir hier auf der linken Seite die coole Bergbrücke und dann wird das hier zu einer Schnellzugbrücke für einen kurzen Moment. Was war denn da die Überlegung? Ist mir gerade nicht klar. Aber irgendwas werden wir uns schon dabei gedacht haben. Dann geht das hier auf den Damm. Das hat dann sicherlich wieder seine Richtigkeit. Aha, Hallöchen. Sehr schön. So, wo ist die Lokomotive? Ach, schon durch. Ja, so lang sind sie gar nicht. Also diese 270 Meter, so lang sind die gar nicht. Ich hätte mir den Zug jetzt länger vorgestellt. Man darf natürlich nicht vergessen, wir haben gekreuzt. Also wir fahren in die eine Richtung, der andere Zug in die andere. Dann wirkt das natürlich auch immer noch ein bisschen kürzer, als es dann wirklich ist. Wir können ja mal ganz kurz noch in die Trainfieber-Gedenkansicht wechseln. Ich sehe aber, die Zeit ist eigentlich rum. Arg. Wie die Zeit verfliegt bei dem Spiel, es ist einfach nicht normal. Da hat man kaum gesagt, hallo Freunde, da ist schon wieder vorbei. Es ist doch ein Elend. So, ab in den Bahnhof rein. Ich werde mal sitzen bleiben. Oder wisst ihr was? Nein, ich werde jetzt tatsächlich mal aussteigen, weil ich möchte den Zug mal noch kurz sehen. In voller Pracht sozusagen. Ja, richtig schöner amerikanischer Güterzug. Und die Länge, denke ich, ist dann doch okay. Also vielleicht, ja, hier die zweite Lokomotive ist nicht wirklich schön in der Mitte. Aber in Ordnung. Gut, und jetzt werden wir noch mal kurz nach Birkenhügel düsen, auch wenn die Zeit rum ist. Weil sonst vergessen wir das. Wir müssen hier noch die beiden Züge befreien. Wo seid ihr? Hier seid ihr. Linie zuweisen. Warenbirkenhügel. Und jetzt könnt ihr auch auf die Strecke. So, gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich fand's cool, weil, ja, wir haben doch relativ viele Züge gesehen. Und mir gefällt halt doch dieser Güterbahnhof hier ziemlich, ziemlich sehr gut, muss ich schon sagen. Mit den vielen Brücken hier hinten und den vielen Brücken hier vorne. Das ist schon nett. Gut, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.